morning. Kiss him at night. Give a pleasant love a treat. Your foot man's right. But the Booker Man. No. Hit me, baby, one more time. I've been rolling. Und Kunst gibt es reichlich. Eine Philosophie des Applaus ist mir dagegen unbekannt. Denken wir uns vom Standpunkt der Arbeit in die Verstrebung hinein. Arbeit, meint Hegel, sei die Befriedung der Bedürfnisse durch entsprechend zugerichtete Mittel. Arbeit ist die wärmste Jacke. Ihr Allgemeines oder Objektives sei ihre Teilung, sei die Kooperation und der Tausch. Sie vermittelt Mensch und Gesellschaft, das Besondere mit dem Allgemeinen, gewährt die Anerkennung des Anderen. Arbeit als Lehre der Freiheit, als Bedingung für Verstand und Sprache, für ein ganzes Menschsein. Marx und Engels sind hier nicht weit weg. Arbeit sei der Stoffwechselprozess zwischen Mensch und Natur. Die Zurichtung der Naturstoffe auf einen bedürfnisorientierten Gebrauchswert. Eine sukzessive Transformation des Materials. Dann die Abstraktion. Der Tauschwert, der Mehrwert, die Arbeit arbeitet für den, der sie sich zu eigen macht. Wieder die Kooperation, die Angewiesenheit auf den anderen. Arbeit als Bedingung aller Wirklichkeit. Arbeit als das Absolute, als Gott. Und auch Arbeit als Sphäre von Entfremdung, Ausbeutung und totaler Verausgabung. Machen wir halblang. Deshalb Nietzsche. Arbeit frisst Moral, überhebt sich zur Sittlichkeit. Ein goldenes Kalb, Götzenbilder derer, die das Individuum fürchten. Faulheit wird Schande. Schäme dich, Müßiggänger. Reiß dich am Riemen, disziplinier dich, wird Foucault später sagen. Mach mal halblang. Mehr als die Hälfte der Leute, mehr als der. Ich merke, es wird
so schematisch dann, dann ändere ich eigentlich nochmal die Abläufe. Nur das Relief im Kopf haben, sozusagen. Also ich habe das Relief. Und da sieht man schon ein bisschen, dass es ein bisschen komplexer ist, weil hier ist halt, sind Aquatinta-Strukturen und zum Teil sind die Ätzungen aber eben einfach offen. Also da ist manchmal gesprüht und manchmal ist das offene Metall geätzt. Das macht das ist ein komplett anderer. Also es hat einfach eine andere Faktur dann. Und was ich eben viel mache, ist Radierung überzeichnen. Hauptsächlich mit Buntstift überzeichnet. An der Uni haben sie uns ja mal zum Aktzeichnen verdonnert, da hat man schon gesehen, dass mich das nicht so wirklich interessiert. Ziemlich häufig, also hier sieht man es ja deutlich, da sind ja Figuren auch. Ja. Also es kommen immer wieder Figuren rein. Eine reine Figur, also eine Figur, die ganz offensichtlich gegenständlich gezeigt ist, verändert sich nicht. Und du kannst halt die Gefühle immer neu wieder nachvollziehen, die du in die Bilder reinpackst, wenn es eine vernünftige, realistische Zeichnung ist. Also eine, die mir was bringt. Nur ist mein Talent dafür begrenzt. Also ich finde es erst gut, eine figurative Zeichnung, wenn du es nachspüren kannst. Und das erreiche ich halt einfach zu selten. Ja. Und bei der Abstraktion, ja, das ist ein bisschen mehr wie Musik. Also das ist, die sehen jetzt vielleicht nicht so extrem geplant aus, die Zeichnung, aber die sind schon ein bisschen wie eine Komposition, es ist schon, also im Sinne von, dass da bestimmte Motive sind, die nehme ich halt wieder auf, verändere die, und es hält mich mehr auf den Zehenspitzen, das andere ist, da bist du mehr wie ein Messapparat, würde ich mal sagen. Also hier muss ich mir halt noch was einfallen lassen. Es ist auch schwieriger, ein abstraktes Bild für einen Betrachter, also für den, auch für mich, so hinzubekommen, dass ich mich nicht auch langweile. Also ich muss schon irgendwelche Inhalte da am Ende, sind fast immer irgendwelche Geschichten da drin, so abstrakt sie auch immer sind. Also es ist auf jeden Fall schwieriger, die für einen Betrachter interessant zu bekommen und dass du nicht denkst, das ist Krickelkrackel. So. Bei diesen bin ich gespannt, ob die tief genug geätzt sind, dass sie alleine als Radierung funktionieren.
da sieht man schon eigentlich, die müsste man noch überwalzen. Die nimmt noch mehr runter als die Hand, aber man braucht sehr viel davon, ist glatt. Mhm. Also so ein komplett gestrichenes Papier. Ja. Hatte ich nicht ganz wegbekommen. Also ich meine, meine Freundin ist nicht da, die macht tolle Erzproben. Aber in diesem Fall war es minimal zu wenig Druck. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Abwicklung reicht, deswegen war ich mit dem Druck so vorsichtig. Wir probieren es einfach mal aus. Das ist auf dem Weg, ne? Aber es muss noch dicker. Ja, aber das ist dann wahrscheinlich die Weihnachtskarte für dieses Jahr. Thank you.
Mm-hmm.